gekommen zu der Reihe, das ist dann heute. Die Stunde soll wirklich einfach erklären, so die 75 Minuten besser gesagt, sollen zu dienen, so ein im eigenen Körper ankommen. So, also den eigenen Spürsinn zu aktivieren und einfach so in sich selber ein Ort von Ruhe sein. Für das könnt ihr euch jetzt erstmal aufrecht hinsetzen. Sitzbein etwas gut verankern, Wirbelsäule aufrichten und die Hände so anlegen, wie es für euch angenehm ist zum Sitzen. Das kann mit der Handfläche nach oben drehen, aber auch nach oben oder im Schoß ziehen. Wenn ihr eure Haltung gefunden habt, könnt ihr eure Augen schließen. Und dann einfach im Moment bewusst ankommen. Nehmen wir es so, wie sich der jetzige Moment anfühlt. Vielleicht hören da Geräusche um euch herum. Vielleicht hat der Raum gewissen Duft, den ihr wahrnehmt. Loset auch, was der Körper euch gerade für Signale schickt, was ihr dort könnt spüren. Und wie fließt der Atem? Ohne die Atmung zu verändern, einfach mal ganz bewusst vornehmen. Wir starten heute mit einem Mantra. Und zwar könnt ihr mit Einatmen einfach still für euch denken, ich bin tief verwurzelt. Ausschnaufen. Im jetzigen Moment. Einschnaufen. Ich bin tief verwurzelt. Ausschnaufen. Im jetzigen Moment. Ein paar Mal für euch. Und eure Gedanken abschweifen, einfach wieder zurück zu der Atmung und zu dem Mantra. Und wieder in einem Moment sitzen auf eurem Block oder Küsse, je nachdem, was ihr daheim habt. Stellt die rechte Hand neben euch auf den Boden ab und nehmt den linken Arm am Ohr entlang. Und wenn jetzt die Schultern, den Ellbogen und Handgelenk von dem linken Arm ganz locker los. Auch in der rechten Schulter dürft ihr ein bisschen einsinken, wenn es sich gut anfühlt. Aber eine feine Öffnung auf der linken Seite kreieren durch die Haltung. Und dann von da aus langsam einfach nach vorne und hinten schaukeln. Und ein bisschen ein Fernsehen. Versuche jetzt mit dieser ersten seitlichen Öffnung gar nicht zu
viel Intensität wollen zu kreieren. Und dann nutze die Pose einfach, um ein bisschen in den Körper zu kommen. Wahrnehmen. Also spüren. Was nicht. Was sich verändert. Und dann auch spüren, dass sich die linke Seite etwas gelöst hat, etwas geöffnet hat. Und ihr möchtet tiefer gehen in die seitliche Öffnung, könnt ihr den rechten Ellenbogen beugen. Ihr könntet auch den ganzen Unterarm ablegen, wenn das gut für euch, wenn ihr das möchtet. Eine Möglichkeit wäre auch ein Block unter den rechten Unterarm. Tue das einfach ein Kompromiss zwischen beiden Varianten. Genau, hier weiter nach vorne und hinteren Schaufel. Ganz langsam kommt wieder aufrecht. Liegt für einen Moment beide Hände Druck auf den Oberschenkel ab. Schließt die Augen ein, wenn es sich gerade dafür geht. Und spüre noch. Linke und rechte Körperhälfte vergleichen. Lege die linke Hand neben euch am Boden an. Rechte Arm am Ohr entlang, ganz lockere Schulter, Ellbogen, Handgelenk. Man darf sogar in der linken Schulter einsinken. Dann auch so nach vorne und hinteren schaukeln. Meine Seite fühlt sich jetzt wahrscheinlich noch ganz anders an, als dort, wo wir auf der anderen Seite aufgehört haben. Und gibt uns auch das nochmal eine Möglichkeit, ganz neugierig beobachten und wahrnehmen. Wie sich der Körper mit der Zeit vorher veröffentlicht. Wenn ihr das Bedürfnis habt, den linken Ellbogen zu beugen und tiefer in die Haltung zu kommen, macht das. Wenn ihr auch wieder den Unterarm ablegen, wenn ihr so offen seid. Und weiterhin einfach so nach vorne und hinteren schaukeln. Es gibt in dieser Bewegung nicht wirklich ein richtig oder ein falsch. Und geh mehr darum, einfach mal sichtlich den Platz zu schaffen und vor allem zu spüren. Dann ganz langsam, ohne ruckartige Bewegungen, wieder hochkommen, aufrecht kommen, die Hände den Oberschenkel ablegen, hier für die aufrichten, aber die Schultern ganz entspannt lassen. Auch hier noch einmal vergleichen, wie es sich jetzt anfühlt. Und beide Seiten gemacht haben. Dann setzt ihr euch vom Block ab, wenn ihr auf dem Block sitzt.
Und streckt beide Beine vor euch aus und kommt auf eure Hinterarme. Genau, ja. Und ihr könnt die Füße wieder aufstellen. Nehmt die Füße ungefähr massenbreit. Und dann einfach mal Scheiben wischen. Knie von rechts nach links absenken. Und so ein bisschen über den unteren Rücken rollen. Dort ein bisschen massieren. Und gar nicht in den Autopilot übergehen, nur weil es Bewegung simpel ist. Und dann ganz bewusst wahrnehmen. Wir starten heute mit vielen Bewegungen, um in den Körper hineinzukommen, bevor wir dann in die Stille gehen. Nächstes Mal, wenn die Knie nach oben steigen, könnt ihr euch auf den Rücken legen. Und die Beine und Arme beide offen zu der Decke strecken. Ihr könnt die Knie weich lassen, die Schultern, die Ellenbögen weich und einfach mal auf die Hand und Fußgelenk kreisen. Kleine, feine Bewegungen. So viel Effort wie möglich aus dieser Bewegung und aus der Haltung. Auch die Schultern schwer am Boden los. Ich kann mal die Richtung wechseln von diesen kreisenden Bewegungen, der Hand- und Sprunggelenk. Sind wir durch, ich neu zu der Brust. Nehmen die Arme von beiden Seiten auf die Schulterhöhe und legen die Knie auf die rechte Seite. Die erste Yin-Haltung, die wir heute einnehmen, twisted root. Wenn euch das von der Rotation her etwas intensiv ist, dann könnt ihr auch einen Block und das Kreuzchen und das Knie legen oder auch zwischen die Knie. Das würde ich gerne mit ausprobieren. Nutze damit den ersten Moment in der Pose, um euch etwas einzufinden, auch nochmal kleine Anpassungen vorne, Hilfsmittel holen. Und dann, wenn ihr eure Haltung gefunden habt, dann haben wir die Möglichkeit, den Fokus nach innen richten, in die Stille gehen. Das heisst nicht, dass wir uns nicht mehr bewegen dürfen. Aber es heisst, dass wir versuchen, unnötige, unruhige Bewegungen zu finden. Lass die linke Schulter schwer im Boden schmelzen lassen. Und atme ganz sanft und natürlich
Und ganz langsam. Ohne ruckartige, hastige Bewegungen. Die Knie wieder zu der Brust ziehen. Und dann auch einen Moment die Knie schien bei Griffen. Nochmal kurz mittig verweilen. Und den Arm wieder auf Schulterhöhe ausbreiten zu beiden Seiten. Und die Knie über nach links absenken. Und hier die Hilfsmittel holen, die wir brauchen. Und vielleicht sind es andere Anpassungen, die wir auf dieser Seite machen müssen. Vielleicht zuerst ein bisschen einfinden. Und wenn ihr dann eure Haltung gefunden habt, den Fokus nach hinten richten. Das Gewicht von den Händen, von den Armen, Schultern, vom Kopf, schwer ins Matte wenn wir in Linie oben die Atmung natürlich lassen, wenn wir nach der Kontrolle abgeben, so viel Kontrolle abgeben wie möglich und somit auch Kontrolle über unsere Atmung. Und trotzdem können wir sie beobachten. Trotzdem dürfen wir ihre Aufmerksamkeit schenken. Um die Haltung zu verlassen und das Hilfsmittel auf die Seite legen und die Knie oder die Brust ziehen. Man will Schienbein oder Knie nochmal mit der Hand greifen. Und dann lösen und für einen Moment ein Rebound in Wasser anlegen auf dem Rücken. Eine Minute ungefähr zum Nachspüren. Der Rebound von der Pose bewusst worden. Der Nachhalt.
Und sie nein, ist das Knie zu der Brust. Rolle euch über eine Seite, links oder rechts. Und einen kurzen Moment seitlich liegen bleiben. Und euch dann langsam mit den Armen aufstützen und in eine sitzende Position. Die nächste Pose, die wir machen, ist eine sitzende Vorwärtsbeuge, das Schmetterling. Wir können für das die Fußsohlen aneinander bringen. Wenn man die Ferse gar nicht nach zu uns nehmen, sondern relativ weit wegschieben. Sodass die Knie deutlich näher beim Becken sind als unsere Ferse. Rollen oder laufen, indem wir dann ein Sitzbein haben, dass wir ein bisschen nach hinten nochmal. Sodass wir wirklich hinter den Sitzbein haben. Bei der Anna sieht man das jetzt, vor der Sitzbein haben. Nicht hinter, das haben wir eben nicht. Bei der Anna sieht man das gerade gut. Sonst können wir euch gerne auch nochmal mit einem Deckel oder Küssel unterstützen, mit dem wir auf den Rand kommen. Wir heben jetzt den Schienbein und gehen für einen Moment in eine feine Bewegung von rechts nach links. Wir haben hier nochmal zuerst fließende Bewegungen in den Körper bringen, bevor wir in die Stille gehen. Und mit dem Oberkörper von rechts nach links schaukeln. Ganz bewusst wahrnehmen, erforschen. Es kann auch der Oberkörper sein, das aber auch die Beine mitnehmen, die anderen das gerade gemacht haben. Dann lassen Sie eine feine Bewegung langsam ruhiger werden, bis sie so ein bisschen mittig zur Ruhe kommen. Und fängt dann von hier an, euch nach vorne und runter abzusenken, bis zum ersten Widerstand. Nicht so weit, wie ihr könnt, wirklich nur bis zum ersten Widerstand. Ihr dürft euch gerne unterstützen mit Hilfsmitteln. Ihr könnt das Küsschen wie einen Turm vor euch aufstellen. Wer schon ein bisschen tiefer in Pose muss gehen, bis man etwas gespürt kann. Und mit anderen Küsschen den Längsweg ablegen. Vielleicht noch einen Block aus Küsschen, damit der Kopf ein bisschen höher ist. Und das würde ich mir gerne sagen, dass ich es bringen soll. Ein Block. Wenn es auch in den Knie wehtut, kann man auch einen Block oder ein Küsschen unter das Knie schieben. Das löst eigentlich meistens das Problem. Dass man die Füße jetzt relativ weit weg vom Becken haben, spüren die Dehnung ein bisschen mehr in der hinteren und äußeren Seite, von den Beinen, Hüften. Und vielleicht auch wenig innen an der Oberschenkel. Wenn ihr so bleiben möchtet, könnt ihr so bleiben. Wer mit mir mitkommen will, kann langsam mit den Händen ein bisschen über nach rechts laufen.
neben das rechte Bein, können die Küsse und die Löcke auch mitnehmen. Und dann dort erst so den richtigen Ort finden. Und dann auch dort nochmal ungefähr eine Minute bleiben. Wenn es für euch schwierig ist, in die Ruhe zu gehen, wenn die Gedanken noch sehr aktiv sind, dann können wir auch immer wieder zum Mantra zurückkommen, das wir am Anfang der Stunde gemacht haben. Einschnaufen. Ich bin fest verwurzelt. Ausschnaufen. Im jetzigen Moment. Hebe ganz langsam den Kopf wieder bis an und laufe mit den Händen über auf die linke Seite, eure Hilfsmittel mitnehmen. In dem Moment dort links ankommen, ein bisschen ausprobieren, verschiedene Winkel reinnehmen. Und dann auch hier nochmal. Jetzt länger als eine Minute. Ihr dürft selbstverständlich immer auch von innen aus der Pose rauskommen. Dann könnt ihr euch dann zum Beispiel einfach in ein Rebound-Shavasana legen. Oder einfach die Haltung ein bisschen verändern. Und sich nicht mehr gut anfühlen. Wenn wir jetzt das Ganze wieder zurück in die Mitte, wieder eine letzte Minute wieder in der Mitte, in der Vorwärtsbeugung, immer noch nur bis zum ersten Widerstand gehen, der mag jetzt vielleicht anders sein, sich anders anfühlen oder an einem anderen Punkt wahrgenommen werden. Das ist vielleicht noch das erste Mal, wo wir frisch in die Pose reinkommen sind. Es kann auch sein, dass wir ein bisschen weniger tief drin sind als am Anfang, weil die Intensität zugenommen hat. Man nennt auf einer Skala von 1 bis 10 Yin-Yoga immer nur zwischen 3 und 15. Und sehr die höchste Intensität ist. Ganz langsam. Dann noch ganz viel Zeit. Hebt zuerst den Kopf an. Dann noch mit den Armen unterstützen. Kommt ganz langsam wieder hoch in ein
aufrechte Position. Stelle für einen Moment einfach die Fingerspitze hinter dem Rücken auf. Man tut die Augen auch nochmal schließen und nachspüren. Einen Moment vom Auflösen von der Haltung ganz bewusst wahrnehmen. Dünnere Hilfsmittel auf die Seite legen und lege dich für den Rebound auf den Bauch. Genau, können dann die Hände in das Kreuz falten und die Stirn drauf ablegen. Können aber auch nach links oder nach rechts schauen. Und hier wieder. Wahrnehmen, erforschen. Das Blut durch den ganzen Körper kann fließen, die Energie wieder kann fließen. Und es hat sich verändert. Wie geht es mir jetzt? Wenn wir auf eine Seite schauen, schauen wir jetzt auf die andere. Bringt alle den Blick nach rechts. Und ziehen von hier das rechte Knie seitlich Richtung Achsel. Wie ein Rock Climber. Einfach mal das Knie polstern, in einer Decke oder ein Kreuzchen darunter nehmen. Dann bleiben wir zuerst ungefähr eine Minute hier in einer Position, bevor wir Optionen haben, zum Weitergehen. Wenn wir einen Schritt weitergehen, lasst jetzt die Beine so wie sie sind. Geht aber in die Sphinx mit dem Oberkörper. Dann kommen wir auf eure Unterarme und probieren mal aus, wie sich das anfühlt mit den Ellbogen unter den Schultern. Wenn euch das Ziel ist, dann lauft mit den Unterarmen ein bisschen weiter führen. Das nimmt automatisch Intensität aus dem Becken. Also weniger hoch. Sind mit der Brust. Eben auch hier nochmal eine Minute in dieser Haltung, bevor wir dann wieder die Option haben, ein bisschen weitergehen. Ich würde euch gerne auch mit einem Block unter der Stirn oder einem Kreuzchen unterstützen, damit der Nacken nichts halten muss. In Yoga, wenn wir so wenig Muskeln brauchen, so eine Haltung auszuführen wie möglich. Das heisst, wir wollen ziemlich passiv in der Pose sein. Gleichzeitig wollen wir aber auch so viel Muskelaktivität wie nötig
brauchen und die Pose sicher und gesund können ausführen. Und wenn sich da in den Unterrücken zieht, wenn wir vielleicht den Unterbauch ein bisschen mehr aktivieren, indem wir ihn nach innen ziehen. Wenn es immer noch zu Schmerz oder starkem Druck in unserer Rücken führt, dann müssen wir ein bisschen weniger tief in die Rückbeuge. Wir dürfen auch hier wieder bleiben. Oder wer noch ein bisschen weitergehen möchte, kann mit den Unterarm langsam nach rechts laufen. Genau, so dass es seitlich öffnen kann. Wenn das jetzt zu viel ist, dann gehen wir einfach wieder einen Schritt nach hinten. Wir wollen eine seitliche Öffnung sehen. Und zuerst mit dem Unterarm wieder nach in die Mitte zurückkrabbeln. Und dann müssen alle, die in den Sphinx sind, die Ellenbögen zur Seite rausgleiten lassen. Den Kopf wieder auf den Händen und das Küssi bilden ablegen und das rechte Bein nach hinten zurückstrecken. Und bleiben den Moment zum Nachspüren. Ein Unterschied zwischen beiden Seiten wahrnehmen. Wenn wir das Bedürfnis haben, zwischendurch einmal tief zu öffnen oder einfach eine bewusste, tiefe Ausatmung, auch mit offenem Mund und Nachhinein. Und dann bringen den Blick über nach links, dass die rechte Backe liegt, auf den Händen auf. Und ziehen von da aus linke Knie seitlich Richtung Achsel. Ich werde einfach mal so ankommen, in der Pose. Im Körper. Wie fühlt sich diese Seite an? Kann ich noch ein bisschen mehr entspannen in der Pose? Wenn ihr mit mir mitkommt, dann nehmt ihr jetzt langsam in den Sphinx auf eure Unterarme. Spürt gut und ehrlich in unseren Rücken. Ihr dürft euch auch jederzeit umentscheiden und doch wieder einen Schritt zurückgehen. Unterstützt euch so, wie ihr es braucht, mit Blöcken und Küsschen.
Und dann hat man wieder die Möglichkeit zu bleiben. Oder noch in eine seitliche Öffnung gehen. Wenn wir in den Unterarm bis über nach links laufen. Das muss ja gar nicht viel sein. Und dann können wir dort nochmal einrichten für die letzte Minute. Die Minute ist um. Wir kommen zuerst wieder zurück in die Mitte, also in die seitliche Öffnung gegangen sind. Und Ellenbogen nach außen gleiten lassen, Stirn noch einmal ablegen oder packen. Und dann das linke Bein wieder nach hinten ausstrecken, in den Bauch lassen. Wer in der Stille will noch spüren, kann das machen. Wer ein bisschen Bewegung braucht, kann zum Beispiel das Becken von rechts nach links schaukeln. Und gewisse Leute sind auch die Knie anwinkeln und mit den Füßen über die Scheibe wischeln. Das, was sich gerade gut, was sich gerade stimmig für euch jetzt anfühlt. Stellt euch dort hin an die Brust auf und stößt euch zurück in eine sitzende Position mit den Beinen vor euch aufgestellt. Die nächste Haltung ist der halbe Sattel. Wenn ihr daheim ein Polster habt oder so eine dicke Küsse, dann könnt ihr mit dem arbeiten. Ansonsten geht es auch auf den Händen oder Unterarm. Wenn ihr das Kreuz habt, könnt ihr das hinter euch anlegen. Und je nachdem, wenn ihr auch noch Blöcke und das Ende, das weiter weg von euch ist, legen, sodass sich das ein bisschen erhöht. Das ist ein bisschen individuell und kann auch noch das Anpassungen machen. Genau. Und dann bringt ihr zuerst das rechte Bein in den Sattel, in dem ihr das Knie beugt und Fersen aussen. Im Gesäß anbringen. Und wenn das Ziel fürs Knie ist, dann probiert mal aus, ob es sich besser anfühlt, wenn ihr eures Gesäß mit einer Decke erhöht. Oder die Position von der Ferse ein bisschen anpasst. Genau, dann zeigt es gerade vor. Mit dem linken Bein haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können es ausgestreckt lassen. Wir können es aufstellen. Oder ihr könnt es auch in einen halben Schmetterling führen, indem wir das linke Knie nach außen fallen lassen. Nehmt die Hände dann mal hinter euren Rücken und lehnt es ganz fein nach hinten und spürt dort erstmal nach. Vielleicht müsst ihr auch schon Anpassungen im Becken machen, indem wir Sitzbein ein bisschen anheben und dann das Steißbein von euch wegschieben und das Sitzbein wieder ablegen. Und wenn ihr noch tiefer gehen, könnt ihr wieder anders, das kann machen, auf den Unterarm kommen oder eben auf eure Küste. Und gewisse Leute
Sie können sich ganz auf den Rücken ablegen. Es ist jetzt wichtig, dass ihr ehrlich in euren Körper hineinspürt und wahrnehmt. Und entsprechend die Intensität wählen, die für euch heute stimmt. Wir wollen nicht von Anfang an an die Grenzen gehen, in die Yoga, ganz im Gegenteil. Nur bis zum ersten Widerstand. Das ist der Punkt, wo der Körper das erste Mal etwas wahrnimmt. Ein feiner Zug, Dehnung, ganz ein feiner Druck. Und wenn die Haltung für eures Knie zu intensiv ist vom rechten Bein, dann dürft ihr auch den Fisch, den unterstützten Fisch machen. Das wäre mit beiden Beinen im Schmetterling und dem Oberkörper über dem Bolster oder eben am Boden und keine Zähne. Bleiben ungefähr eine Minute. Ich bin am Anpassungen möchtet machen, dann mache ich. Ich kann die weniger tief hineingehen, wenn die Intensität zugenommen hat, aber auch die ein bisschen tiefer in Pose, wenn sich der Körper geöffnet hat und man merkt, dass man automatisch ein bisschen tiefer in Pose kann sinken. Was muss ich halten im Körper? Und wo könnte ich viel mehr aufmachen? Mit mehr loslassen und weicher werden. Muss ich auch in der, mit den Händen unterstützen. Knie zur Brust und können es erst mit dem Oberkörper aufrecht. Und dann auch ganz viel Zeit. Es wäre da 100 Jahre. So lange. Und stelle zuerst das linke Bein auf. Und rolle ein bisschen über nach links oder so. Genau. Das rechte Bein können aufstellen. Wahrscheinlich haben das Bedürfnis, die Beine für einen Moment auszustrecken. Machen das. Und können auch die Füße ein bisschen von rechts nach links schaukeln. Oder auch einfach ein bisschen intuitiv die Bewegungen machen, was sich gerade gut und richtig anfühlt. Und wir machen direkt die zweite Seite. Und stellen für das Füße wieder auf. Dann bringe das linke Bein einen halben Sattel. Spüre, was man mit dem rechten Bein möchte machen. Ausgestreckt, aufgestellt, aber auch hier in einem halben Schmetterling. Dann spüre es erstmal aufrecht in die Pose und mache je nachdem nochmal gute Anpassungen, die nötig sind. Dann können wir langsam die Hände hinter dem Rücken aufstellen und so mal ein bisschen nach hinten lehnen. Es wird
Dehnung intensivieren. Und ich kann da bleiben. Wer tiefer gehen will, kann entweder ein bisschen weiter zurücklaufen. Und vielleicht aber auch auf die Unterarme kommen, dann werden da die Becken kurz müssen lüpfen und mit dem Steißbein ein bisschen von euch wegschieben, damit ihr nicht viel Druck im unteren Rücken. Meine Haltung ist eine sehr öffnende Haltung. Die Vorderseite vom Oberschenkel wird dehnt. Je nachdem, wenn ihr mit dem rechten Bein Schmetterling sind, haben wir auch dort nochmal eine Öffnung. Wir haben die Innenseite vom Bein. Die Vorderseite von der Hüfte ist offen. Dann haben sie Bauch, Brust, Herz, Rumpf, sind gerissen. Und gerade wenn die Haltung, die Körperhaltung auch so verletzlich ist wie dir, kann das auch innerlich ein bisschen zu einer Öffnung führen, vielleicht sogar auch Verletzlichkeit. Einfach mal beobachten. Wir laufen auch eure Stirn weich zu werden. Den Blick weich, selbst wenn die Augen geschlossen sind, kann man den Blick entspannen. Wangen und Kiefer lösen. Selbst Zunge entspannen. Wow, eine kleine Anpassung will machen. Die letzten paar Atemzüge in der Pause kann das jetzt machen. Bevor wir wieder die Haltung auflösen. Und halt auflösen, können wir auch mit den Händen Unterstützung geben, mit den Armen. Langsam wieder hochstoßen. Und viel mit der Brust nehmen, den Oberkörper aufrecht kommen. Stellen das rechte Bein zuerst auf. Rollen das bis über nach rechts. So, dass wir das linke Bein können ausstrecken können. Wenn wir ein Bein vor euch ausstrecken, wir können dort die Füße pointen und dann sehen, dass ihr Knie zieht, dass es abwechslungsreich ist.
Aber wie vorher, so rechts nach links. Ich kann also die Matte räumen, frei räumen. Also für einen Rebound in Shavasana, in Rückenlage, können liegen. Ganz bewusst, ohne. Wie soll ich jetzt gut? Bring jetzt von dort die Fußsohlen nochmal aneinander. Im Schmetterling, diesmal auf dem Rücken, so wie wir es am Anfang von der Stunde sitzend gemacht haben, mit den Knien, die zu beiden Seiten zeigen. Wenn wir vielleicht die Knie unterstützen, indem wir etwas drunter schieben, wenn wir Druck oder Schmerz verspüren. Nehmen wir dann den Arm, den Ohren entlang und griffen gegenüberliegend, den Unterarm, vielleicht sogar Ellbogen. Haltet eure Füße und eure Hüfte, wo sie sind. Könnt aber auch mit dem Oberkörper ein bisschen nach rechts krabbeln. Dann wieder auf der linken Seite. Linke Flanke, Schultern. Mehr Platz schaffen. Und so nochmal eine seitliche Öffnung entsteht. Auch das, wie vorher der halbe Satz, die ganze offene, vulnerable Pose. Wenn wir dann mit dem Rückkörper wieder zurück in die Mitte nehmen wir den Moment mittig. Und spüren. Und vorher dann über nach links laufen. Füße und Hüfte bleiben immer noch, wo sie sind. Oberkörper, Kopf, Arm. Kommen nach links, damit die rechte Seite mehr Länge sind, die zum Kauf machen. Vielleicht finden wir hier noch eine Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Spannung. Und noch halten, es geht abgehen. Das ist eine sehr passive Pose. Wenig Muskeln, die mild aktiv sind.
Dann lösen die Sicher erst auf, indem wir mit dem Oberkörper oder den Rücken in die Mitte krabbeln. Löse die Arme, führe die Arme auseinander, Oberschenkel, die Hände auseinander, Oberschenkel und halte die Knie nach innen. Noch spüren, kann er einfach den Bein ausstrecken oder nehmen die Füße nackenbreit und dann die Knie nach innen fallen. Mehr in eine interne Rotation in der Hüfte, nachdem sie essen. Solange offen ist. Wir haben noch eine letzte Pause vor uns, bevor wir in Shavasana, ins finale Shavasana liegen. Und zwar ist es Umkehrhaltung, Viparita Karani. Wir können für das entweder ein Polster, ein Küsschen, wenn ihr das habt, zu Hause, sonst auch einen Block oder zwei dicke Bücher. Griffbereit haben. Füße etwa hüftbreit aufstellen, Füße im Boden stoßen, damit sich das Becken weg hat und Küsse oder eben was auch immer ihr auch benutzen könnt, unter eures Becken liegen. Ein bisschen ausprobieren, Kreuzbein gesehen, nicht den unteren Rücken. Nehmen Sie erst einen Moment hier ankommen, das Gewicht vom Becken schwer abgeben. Die Arme sind da auch frei. Das Leute nehmen sich gerne die Ohren entlang, die Seite, aber auch den Körper entlang. Alles völlig okay. Dann strecken ein Bein nach dem anderen nach oben zu der Decke. Halten die Beine, die Hüfte, alles weich, Knie. Nehmen so viel Anstrengung wie möglich aus der Haltung aus. Wir passiv können so die Pose ausführen. So, Umkehrhaltung, wenn Hüfte höher wie das Herz ist, Herz. Höher wie der Kopf. Präsent bleiben. Wahrnehmen, wie sich die Pose verändert über die Körper. Vielleicht auch die Füße, irgendwann spielen lassen. Ich schaue, dass die Füße fliegen. Ich spüre den Herzschlag, der sich verändert. Das Atmung.
Und langsam. Einen Fuß nach dem anderen wieder auf die Matte aufsetzen. Über auch hier erst noch mal einen kurzen Moment mit den Füßen am Boden. Bevor wir auch noch das Becken absenken. Stoßen langsam die Füße mehr ins Matte, nur gerade so viel, dass das Kreuzchen oder der Block unter dem Becken nicht wegziehen können. Dann gerne für das letzte Shavasana Kreuzchen unter den Knie haben, können das auch einfach nach oben rollen. Und dann richtet euch ein für das finale, letzte Shavasana. Wir können euch zudecken. Socken oder Pulli anziehen. Ihr könnt gerne auch in einer relativ breiten Wasser kommen. Mit den Armen vom Oberkörper abgespreit. Dann haben wir den bewussten, nicht allzu tiefe Einatmen. Und schnaufen ganz entspannt. Nochmal ganz bewusst aus. Und dann lässt alles gehen. Shavasana. Neben eurer Atmung langsam wieder tiefer zu werden. Mit Aufmerksamkeit zurück in euren Körper.
Und gleichzeitig kleine Bewegungen zurück in den Körper. Die Fingerspitzen, sich auch bewegen. Oder auch kreisende Bewegungen aus dem Hand- und Sprunggelenk. Und dann mag er auch den Kopf von rechts nach links und den Nacken lösen. Aber es trägt an den Ohren entlang. Es macht sich lang. Und hat auch ganz laut gerne seufzen, aber über die Lippen blasen. Genau. Und dann, wenn ihr euch parat fühlt, rollt euch zuerst auf eine Seite. Und sind Knie dort nochmal zu der Brust, Kopf, Kamen, auf den unteren Arm ablegen. Und erst dann, wenn ihr euch ready fühlt, unterstützt euch mit den Armen und findet so noch ein letztes Mal eine sitzende Haltung, um so einen kurzen Moment nachzuspüren. Ihr könnt euch in einen Schneidersitz oder auch in eine knühlende Position setzen. Wir bezüglich lang und bis bei Höpko verankert, die Augen geschlossen. Und dann die Hände von Herz ins Anjali Mudra, also die Bäume auf dem Brustbein ablegen und die Schultern weich zu legen. Und spüren noch. Und wie geht es euch jetzt? Was hat sich verändert? Durch eure Praxis, physisch. Und ich nehme da einen Unterschied in der Energie wahr. In der Präsenz. Und in Yoga kann ich stark sein. Auswirkung auf unseren Geist haben. Kann die Anzahl Gedanken reduzieren. Und so ein bisschen mehr Klarheit führen. Und auf der emotionalen Ebene kann sich vieles tun. Ich meine, da hat dort eine Veränderung gewonnen. Ich kann sich gewisse Sachen können lösen. Egal was es ist, nehmen wir es einfach wahr. Und mit der nächsten Einatmung lehnen die Beine nach hinten, heben die Brustbeine ganz ein bisschen an. Und mit der Ausatmung verneigen wir uns vor euch selber, vor eurer Yin-Yoga-Praxis. Vielen Dank.